22. Oktober wählt das Schweizer Volk ein neues Parlament. Aus dem Wahlkreis Willisau bewerben sich 5 Kandidierende um einen von den 9 Luzerner Sitz im Nationalrat. In vino veritas, im Wein liegt Wort, sagt man. Wird das auch bei unseren Politikerinnen und Politikern, die wir eingeladen haben, der Fall sein? Heute am Stammtisch, die Mitte mit dem Stefan Scherner. Stefan Scherli, herzlich willkommen. Danke vielmals, bin gerne gekommen. Am Stammtisch, was haben Sie eigentlich lieber, Bier, Wein oder Mineral? Also ich bin nicht so der Biertrinker, ich trinke aber sehr gerne ein Glas Rotwein. Und wobei, es kommt immer darauf an, was man nachher noch machen muss, dass man dann halt eben manchmal auch nur Mineral trinkt. Aber wenn Sie vom Stammtisch reden, das finde ich ganz etwas Spannendes. Dort hat man sich früher, keine sozialen Medien, man hat sich getroffen am Stammtisch und man trifft sich jetzt wieder am Stammtisch. Und die Menschen sagen dann, was sie denken. Die reden von dem, was sie gerade bedrückt und so. Und das ist immer ganz spannend, mit denen zu reden, weil die dann ganz einen anderen Fokus auch wieder reinbringen, den man selber manchmal einfach verloren hat. Und vor allem hat es keine sozialen Medien am Stammtisch. Das macht Spass. Sie sind bekannt im WW-Gebiet und darüber hinaus. Reicht das für eine Wahl in Nationalrat? Ich glaube, allein der Bekanntheitsgrad, das hilft einem schon. Aber reicht das, glaube ich, nicht. Man muss auch einen Leistungsausweis in den also man muss etwas gemacht haben, damit man dem können und man wissen, doch, der wird für meine Rechte einstehen oder für meine Sachen einstehen. Und ich glaube, dann reicht es, ja. Gibt es eigentlich ein Patentrezept, um den Fachkräftemangel in der Pflege zu bekämpfen? Sie sind ja in diesem Gebiet tätig. Herr Weber, wenn ich jetzt Ihnen ein Patentrezept erzählen könnte, das wäre der absolute Wahnsinn für ganz Europa, respektive für die halbe Welt. Ein Patentrezept wird es nicht geben. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir die Ressourcen anders verteilen, dass wir schauen, dass die ausgebildet sind für ein Bett, die müssen nicht Computersachen machen. Wir müssen es ganz anders angehen. Ich habe ja dort auch einen Vorstoss geschrieben gehabt, vor anderthalb Jahren, wo es darum gegangen ist, das ganz anders einzusetzen. Das Personal anders anzugehen und mit denen anders zu arbeiten, also vor allem sie auch zu unterstützen. Und ich glaube, so könnten wir einen ersten Schritt machen in den Fachkräftemangel. Weil wir haben nicht von heute auf morgen mehr Leute, sondern wir haben wenig Leute und zu denen müssen wir gut schauen und vor allem für die müssen wir einstehen und dann dazu schauen, dass es mehr Leute wieder gibt in Zukunft. Als Präsident für die Musikgesellschaft Menzberg haben Sie in der Politik auch schon die falschen Töne getroffen? Ja, aber selbstverständlich. Es ist, man sagt in der Musik so schön, Moll ist eher dramatisch und wenn sie in B geht, dann ist es nicht mehr so dramatisch. Also, ich bin eher nicht so der Moll-Typ, ich kann sehr gerne Moll, aber ich glaube, ich treffe sie nicht so falsch, dass es dramatisch wird. Aber ja, selbstverständlich. Was Sie auch schon gemacht haben, Sie haben Kinderbücher geschrieben. Was können Politiker von den Jüngsten lernen? Ich glaube, wir alle, nicht nur Politiker, können von den Jüngsten lernen, die gewisse Ehrlichkeit und Naivität und einfach die Selbstverständlichkeit, etwas zu fragen und mit etwas umzugehen und einander auch zu respektieren. Ich glaube, das könnten wir alle lernen. Stefan Scherli, ich habe gelesen, Sie gehen alle Jahre in die Arktis. Was machen Sie dort ausser früheren? Jetzt wollte ich Ihnen gerade sagen, früheren. Aber was ich dort mache, ich durfte für eine Firma arbeiten, wo es darum geht, zu Menschen zu schauen, die Krisenmanagement machen. Also Leute, die im Krisenmanagement tätig sind oder müssen in der Krise eine Stadt führen. Und dort geht es ja immer darum, was habe ich für Emotionen in der Krise, wie gehe ich mit denen um und wie bringe ich es dazu, mein Team, das ich dann nicht einfach austausche, zu führen in der Ausnahmesituation. Und das kann man unglaublich gut in der Arktis zusammen lernen. Wir sind dort zusammen unterwegs und das ist immer sehr spannend. Und der spannendste Effekt dort ist, da kommen die Menschen von allen Grössen und von allen Seiten. Und die tun dann plötzlich einfach ganz normal in dieser Wildnis als Team unterwegs sein. Und das ist wunderschön. Sie sind auch oft auf Theaterbühne anzutreffen. Gibt es da Parallelen zu den Sessionen im Kantonsrat? Schauen Sie, wenn Sie die Parallelen suchen, finden Sie die auf jeden Fall, vor allem im Theater. Theater ist ja, ich muss im Mensch, der vis-à-vis vor der Bühne sitzt, zeigen, was der Mensch auf der Bühne jetzt gerade fühlt. Also ich muss dem quasi etwas vorspielen, wenn ich das nicht bin. Und ich glaube, Theater ist aber auch der Teil, wo man sagt, natürlich braucht es das, natürlich gibt es die Parallelen. Wir alle spielen mit Emotionen, wir spielen mit Aggression und so. Und das macht man im Theater genauso wie in der Session. Und das können die sehr gut. Also ganz viele von denen würden fast zum Oscar arbeiten.
Stefan Gerli, merci vielmals für das Gespräch. Sehr gerne, Stefan, danke vielmals, dass du vorbeikommst.